Hi Leute, willkommen zu Dran gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau und einige andere Sachen. Und zwar wollen wir heute mal direkt wieder zum Thema kommen. Ich bin momentan jemanden bei Instagram am Begleiten, der repariert einen Kriegshammer, den er mal irgendwo Gebrauch gekauft hat. Ist ganz gut vorangekommen, freut mich auch. Unbekannterweise, total netter Kerl. Und habe mich gestern gefragt, da er jetzt so gut wie fertig ist mit den Lederwicklungen, wie das denn so funktioniert. Ja, habe ich gesagt, ja, warum nicht, machen wir direkt mal ein Video zu. Ne? Also ich mache jetzt nur so, wie ich die Sachen mache und so ein paar Möglichkeiten. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Ich hoffe, es interessiert euch, bleibt dabei. Wir sehen uns. Ja, ich habe da mal so ein paar Sachen vorbereitet, jetzt nichts Großartiges. Also ich werde jetzt mal so zwei, drei Möglichkeiten euch zeigen und weil ihr ein bisschen drauf achten solltet. Das hier ist ein ganz altes, abgezogenes Ding, das hatte ich jetzt mal rumliehen und noch so ein paar zwei Holzteile. Die nehmen wir jetzt quasi als Ersatz für einen Kernstab, der rund gewickelt ist. Also ich benutze kein Holz als Kernstab, also keine Sorge, das ist jetzt nur als Anschauungsobjekt. Das hier, das kommt nämlich gar nicht mal so schlecht. Ich habe mal zwei Stücken gemacht. Das eine war breiter, das andere war dünner. Muss mal gucken, habe ich hier noch doppelseitiges Klebeband? Natürlich nicht. Was natürlich jetzt nicht so toll ist, aber naja, gut, ist erstmal ja. Wie gesagt, stellt euch jetzt vor, das Ganze ist jetzt Flexi-Paint oder hier Latex. Da mache ich dann, wie in den Videos auch, mache ich dann hier doppelseitiges Klebeband drum. Und dann haben wir hier, mache ich eine Schräge rein, also so ein Dreieck. Und zwar hat das den Hintergrund, dass man das dann hier schöner drum wickeln kann. Also lege ich quasi ein bisschen, dass das hier so ein bisschen nach innen ist, ja, also die Spitze. Und dann wickle ich das quasi, ich hoffe, das kann man gut sehen. Ist jetzt natürlich blöd, weil das hier nicht dran klebt. Wickle ich das quasi hier so, dass diese Spitze unter dem gewickelten ist. Ich hoffe, das kann man so wenigstens ein bisschen was erkennen. Ist das was? Ne. Oder? Ich nehme einfach ein bisschen Kleber und dann klebe ich das Ding fest. Scheiß mal drauf. So. Wie gesagt, ich klebe das jetzt so ein bisschen dran. Wird wahrscheinlich noch nicht so schnell halten, aber auf jeden Fall geht es dann deutlich besser. Wie gesagt, dann nehmen wir dann hier so rund. Ja, lass dann immer so ein bisschen was überstehen. Dazu muss ich euch gleich auch noch was sagen. Seht ihr hier so dieses geknautschte? Ich hoffe, das kann man was erkennen. Das ist, wenn dann der Griff was dünner ist und dieser Lederstreifen zu breit. Ja, ich mache das jetzt mal ein bisschen übertrieben. Vielleicht mal schauen bei dem Teil hier. Wir machen jetzt hier mal eine Schräge rein und dann benutzen wir da mal das Holzstück. Ist jetzt total übertrieben, aber damit er ungefähr versteht, warum der Leder hier zum Wickeln angepasst werden muss. Je nachdem, wie dick der Griff halt ist. Gut, das Ding ist jetzt hier was dicker und dadurch habe ich jetzt auch hier ein bisschen das Leder was breiter genommen. Selbe Prinzip, ne? Also das Stück hier quasi wieder dann bündig und dann, dass das Spitze hier so ein bisschen drunter ist, dann hält das nämlich unten schon mal. Da braucht er da nämlich nichts zu machen. Ne? Hier sieht man so ein bisschen. Und dann so leicht schräg. Problem ist halt, wenn der Stab oder die Gewicklung quasi nicht so dick ist und ihr habt dann halt, das ist jetzt extrem breit gemacht, ne? Geht jetzt hier interessanterweise wenigstens so halbwegs. Ist natürlich immer blöd, dass das sich jetzt hier löst. Ich ein bisschen besser vielleicht vorbereiten sollen, aber das ist jetzt mal wieder so ein spontanes Video. Das ist nämlich, bei der Dicke geht es jetzt, wie ihr seht. Ne? Außer hier an der Stelle, aber das ist jetzt eine andere Sache. Dann kann das nämlich passieren, dass das hier überall, ja, seht ihr das, ist doch dabei, dass das hier überall so komische Wellen wirft. Wenn ihr das merkt, müsst ihr den Lederstreifen etwas schmaler machen. Ne? Wie gesagt, das ist jetzt mal hier so zum Zeigen. Ne? So.
Ich mache das jetzt noch mal an dem Messer. Das hält jetzt soweit. Wie gesagt, das ist jetzt, müsste halt immer ein bisschen gucken. Das ist an sich schon ein bisschen zu breit, der Streifen. Den hätte ich vielleicht ein paar Millimeter, so fünf schmaler machen sollen. Aber es geht. Ihr habt nur hier so ein bisschen was. Das kann man noch ein bisschen beiarbeiten nachher. So. Dann wickelt er quasi immer was überstehen lassen. Ich lasse dann immer so, so zwischen 5 mm und 1 cm, je nachdem wie dick und alles das ist. Und wickel das dann quasi komplett rund. Dann gehe ich jetzt hin, mache nochmal am Ende. Mache jetzt wieder so eine Art Dreieck. Jetzt in dem Fall, oh, passt halbwegs. Dann das quasi das letzte Stück hier, also da gehe ich dann mit Kleber drüber. Pattex oder halt, ich habe jetzt hier so Multikleber. Ne? Der Rest wird ja dann quasi vom Fliegengitter, Fliegengitter, sei schon vom doppelseitigen, Klebeband dann halt gehalten. Und das restliche Stück, das hält dann zwar nicht mehr, weil müsste dann halt mit normalem Kleber drüber gehen. Bei Pattex ein bisschen aufpassen. Wenn er das mit Latex macht, ne? Wegen Lösungsmittel. Und dann geht das eigentlich ganz gut. Dann das Ende drauf, noch hier noch so ein bisschen mehr verkleben, also hier so an den Kanten noch, damit es halt besser hält. Es gibt auch welche, die klappen das dann, wenn es geht, hoch und kleben das quasi drunter. Aber ich muss ehrlich sein, ich kriege das nie so richtig steif. Also, dass das dann fest ist. Ich mache immer so die letzten 2-3 cm ohne Kleber. Dann kann man nämlich mit der Spitze hier noch ein bisschen schön festziehen. Macht das dann drauf, drückt das an und dann kann man das gut verkleben. Am besten ist natürlich immer, dass er hier so dieses letzte Dreieck irgendwo hier so unten macht. Dann fällt das nicht so sehr ins Auge. Ja, das wäre dann quasi so. Dann kann man natürlich hingehen. Das ist jetzt, mach mal ab. Das ist jetzt eine Version, wenn ihr ein langes Stück Leder habt, ne, wo ihr dann einen schmalen Streifen draus schneiden könnt. Und dann kann man natürlich noch hingehen und macht was anderes. Da machen wir jetzt mal schnell ein bisschen Vorbereitung. Das geht eigentlich, müsste das relativ schnell gehen. Machen wir das einfach mal hier. Das wird jetzt auch nur ein kleines Stück werden, was ich da mache. Und zwar gibt es dann noch die Möglichkeit, da geht er dann hin, könnt ihr wieder mit Kleber machen oder mit doppelseitigem Klebeband. Klebt quasi ein Stück, das muss jetzt nicht so besonders breit sein. Ich sage jetzt mal so die Drittel, maximal die Hälfte von dem Durchmesser, den ihr habt. Also kann auch ein bisschen schmaler sein, aber so ungefähr. Ich sage jetzt mal so ungefähr ein Drittel bis der Hälfte. Ne? Klebt er dann drauf. Lassen wir jetzt erstmal so, wird jetzt als aufgeklebt. Dann können wir hingehen. Wenn ihr jetzt, wie gesagt, habt dann kein so langes Stück. Jetzt mal erstmal grob gucken. Ja, wird jetzt nicht so hundertprozentig, Leute, aber es ist halt ein spontanes Video. Ich will euch das halt nochmal zeigen. Also seid ein bisschen nachsichtig, wenn es nicht so alles hundertprozentig ist. Ihr könnt natürlich jetzt auch hingehen. Mit der Formel rechnen, ne, da ihr die Länge habt. Ich mache das immer ein bisschen mit Aurenmaß. So. Das Ganze ist ein bisschen schief geworden. Aber ich schätze mir dran, dass das vorher schon schief abgeschnitten von mir war. So, wie gesagt, jetzt müssen wir mal gucken. Kommt das einmal rum. So weitgehend. Nicht ganz, aber das Leder zieht sich. Ich habe jetzt noch ein bisschen weniger gemacht. Dafür habt ihr dann nämlich dieses. Dann gehen wir hin. Ich nehme jetzt einfach mal die Lochzange. Wenn ihr da natürlich richtig gut machen wollt, macht ihr Punkte, messt dann ab. Ich mache jetzt einfach mal nach Aurenmaß, damit ihr mal seht, wie das auch geht. Ich mache jetzt mal ein paar Löcher hier rein. Wenn ihr keine Lochzange habt, nehmt ein Locheisen. Ich habe jetzt quasi die zwei Enden aufeinander gelegt und dann quasi nur durch hier.
piekst. So, dann habt ihr quasi da die Löcher auch. Jetzt hatte ich keine schöne Lederkordel oder so, jetzt habe ich mir einfach mal so eine schnöde Paketschnur genommen. Ist aber vom Prinzip alles dasselbe. Ne? So. Das, wie gesagt, das ist jetzt, wenn ihr kein so großes Stück habt an Leder, da ist das eigentlich dann gar nicht mal so übel. Ne? Hat ja nicht jede Riesenstücke zu Hause liegen von ein paar Quadratmeter. Gehe ich jetzt mal von aus. Also der Standardlaper vielleicht schon, ne? Aber so in der Regel ja eher nicht. So. Dann geh da hin. Wie gesagt, das ist jetzt hier das Teil. Leg das dann drauf. Können wir das festziehen. Mal vielleicht von der Kordel hätte ich vielleicht ein bisschen anders machen sollen. Und dann ist das eigentlich nur noch wie, ich sag jetzt mal wie Schnürsenkel schnüren. Ne? Ich mach mal ein paar Dinger. Nur damit ihr so ungefähr dann mal seht, wie das dann aussieht. Nachteil ist halt ein bisschen fricklier, wie das, ich sag jetzt mal, wickeln. Vor allen Dingen der Anfang, aber wenn ihr dann einmal habt, geht das eigentlich. Das macht nicht jeder von der Griffigkeit her, ne? Weil man halt dann immer so ein bisschen auf die Kordel drauf packt. Wie gesagt, im Endeffekt ist es so ein bisschen wie Schnürsenkel schnüren, ne? Haben wir schon wieder mit der blöden Kordel. Das Problem habt ihr natürlich dann auch, dass das sich dann aufrickelt. Weil ihr da machen könnt, abgesehen vom Abschneiden, ihr geht hin und macht ein bisschen Kleber vorne drauf. Könnt ihr natürlich dann auch machen. Aber wie gesagt, das hängt ja von ab, was ihr für eine Kordel oder Lederschnüre benutzt. Also ich sag jetzt mal, wenn ihr das jetzt nicht für hier so wäre, da würde ich natürlich Lederrundkordel oder Lederband benutzen. Ja. Wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen blöd zu machen. Aber ich denke mal so, das Grundprinzip habt ihr verstanden. Ne? Das Leder, was er dann das Stück, was er hier drunter macht, das ist dann quasi so wie die Zunge bei den normalen Schuhen. Schneid hier mal ab. Wie gesagt, am besten verkleben. Macht ein bisschen Heißkleber oder Sekundenkleber oder was auch immer ihr da rumliegen habt drauf. Und dann geht das schon. So, schauen wir, ob das hier noch so geht. Ja, wenn ihr ein paar Dinger mehr gemacht habt, geht es dann auch einfacher. Nur wie gesagt, die Kordel ist jetzt nicht unbedingt dafür die erste Wahl, sage ich mal. Kann man für was anderes besser brauchen. Ist zum Beispiel, wenn ihr eine kostengünstige Wicklung machen wollt, ohne Leder, da ihr halt für das Leder kein Geld ausgeben wollt, könnt ihr natürlich auch hier mit Paketschnur wickeln. Ne? Die Griffwicklung, das geht natürlich auch. Kann man auch machen, habt ihr ja wahrscheinlich hier bei meinem Endzeitknüppel gesehen. Ne? So, dann immer nachher noch ein bisschen nachziehen, aber passt auf, zieht nicht zu sehr, wenn ihr die Löcher hier nicht weit genug drin gemacht habt und ihr zieht zu sehr, kann es dann nämlich passieren, dass die Löcher ausreißen. Ja, und dafür ist dann quasi hier, wie gesagt, das untere Teil, da dann das noch ein bisschen fester ziehen könnt. Das Ganze für Runde nehmen, für eckige Griffe, eigentlich für alles. Wie gesagt, das ist hier mit die Methode, ist jetzt nicht so schön geraten, das ist halt die Methode, wenn ihr halt kleinere Lederstücke habt und halt nichts Langes. Im Endeffekt braucht ihr nur ein Rechteck und noch einen schmalen Rechteck in langen Streifen in derselben Länge, wie dann die Wicklung wird, die ihr dann quasi hier dann so drunter macht. Mehr ist das nicht. So, das wären mal so zwei Sachen,
die mir jetzt auf die Schnelle mal eingefallen sind. Wie gesagt, ihr könnt dann natürlich auch noch mit der Kordel dann quasi so, mir macht dann Kleber bzw. Doppelseitig und klebt dann mal so rund. Ne? Also da müsst ihr dann natürlich so eine ganze Rolle hier haben, um sicher zu gehen. Dann halt dickere oder dünnere und dann wickelt ihr das einfach rund. Das ist dann, wie gesagt, manche mögen nicht. Ich bin da jetzt nicht so begeistert von. Ich habe lieber Leder, und zwar vernünftiges, weil ich das vom Griffgefühl angenehmer fühle, finde. Ja Leute, das waren jetzt mal so zwei, drei Methoden, wie ihr das Leder an den Griff kriegt. Ne, da das halt nichts hübsch aussieht, beziehungsweise auch noch mit der Kordel, aber das ist ja wieder eine andere Sache, passt eher mehr so in, ich würde mal sagen, Endzeit. Aber manche machen das auch bei ihren alten, also ich sag jetzt mal für Fantasy-Waffen, dass die da so Paketschnalzgriff-Ersatz nehmen. Ist ja auch nicht jedermanns Sache, sich mal eine halbe Haut für 100-200 Euro zu kaufen, ne? Je nachdem, was man da haben will. Außer man kriegt das vielleicht irgendwo günstig. Aber wie gesagt, das waren jetzt mal so ein paar Sachen, die mir so auf die Schnelle eingefallen ist. Also so die Standardsachen, die man eigentlich immer macht. Wickeln und dann halt das andere mit der Schnürung. Ja, dann hoffe ich mal, das Ganze hat euch mal wieder ein bisschen weitergeholfen bei euren Projekten. Wenn mal wieder was sein sollte, könnt euch gerne bei mir melden, freue mich immer drauf, wenn einer Probleme hat oder sonstiges. E-Mail steht ja in meiner, naja, sag schnell, ist ja, ihr wisst, was ich meine. Steht ja bei YouTube alles drauf. Schreibt mir eine E-Mail, schreibt mich bei Instagram an oder bei Facebook, ne? Wie ihr möchtet. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, viel Spaß bei euren Projekten, wir sehen uns bei einem meiner nächsten Sachen, wir sehen uns.